Heute schreiben wir Samstag, den 4. Januar 2014. Unser Förderverein startet seine neue Rubrik via E-Mail-Newsletter im Internet. Vorgeholt haben wir uns unter der Bezeichnung Nachsitzen, nach und nach Ehemalige auf die Schulbank zurückzurufen, um von ihnen zu erfahren, wie es ihnen heute geht, was sie heute machen, welche Erinnerungen an ihre alten Schule hängen geblieben sind und was sie aktuell von einer modernen Sekundarschule erwarten. Heute begrüßen wir am vorletzten Ferientag als unsere ersten Gäste auf der Schulbank die Gebrüder Guy, schön der Reihe nach im Alter, und Andreas Fickers. Unsere erste Frage an Andreas: War der ordentliche Professor auch an der BS ein ordentlicher Schüler? Das müsstest du meinen Bruder fragen, der immer kontrollieren kam, ob ich mein Zimmer auch gut geputzt hatte. Das klare war Antwort: Nein. Sehr gut. Unsere erste Frage an Guy: Haben sich heute deine Wünsche erfüllt, die du dir nach deiner Abiturausbildung erträumt hattest? Haben sich alle Etappen bis heute gelohnt? Der erste Wunsch hat sich nicht erfüllt, auf voller Linie. Ich wollte nämlich Pilot werden. Und nach dem Abitur bin ich erst beim Militär da rausgeflogen, wegen meiner Augen, und die Sabine hatte die Türe zu. Insofern war Maschinenbau, also Ingenieur, die zweite Wahl, die ich aber heute nicht bereue, weil ich bin anschließend so viel mit dem Flugzeug geflogen, dass ich sagte, besser sitzt du hinten drin als vorne. Ging das Studium für euch an der BS schon in die richtige Richtung? Für mich definitiv nicht. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu früh, das deutest du ja schon an, mit den Problemen Autoritäten gegenüber, ein bisschen vielleicht zu früh gelernt, selbstständig zu denken oder Sachen in Frage zu stellen. Und für mich war dieser Ort nicht der Ort, der mich dazu ermuntert hat, selbstständig zu denken. Es gab sicherlich einige Lehrer, die das versucht haben, doch insgesamt habe ich die Schule eher als einen Ort empfunden, wo es darauf ankam, gewisse Wissensbestände sich anzueignen, sie ohne viel Verdauungsarbeit wiederzugeben und dann zum nächsten Thema überzugehen. Also das hat mich auf mein Studium nicht vorbereitet. Ich wusste aber auch, dass ich eben ein Studium in Belgien nicht erfolgreich wahrscheinlich durchziehen könnte, weil es eben ähnlich wie die Schule funktioniert. Von daher ja, weil ich wusste, Belgien ist nicht der Ort für mich zum Studieren. Und die Wahl dann nach Aachen zu gehen, war natürlich auch beeinflusst durch die Tatsache, dass Guy da war und ich das kannte. Und das deutsche System war eindeutig für mich das Richtige. Mat. Und erst recht dann, wenn man Lehrer hatte, die Mathematik so vermitteln konnten, wie sie es mitgemacht haben, an allererster Stelle würde ich mal sagen Helmut Justen, ne? Aber auch Margarete Steffens und selbst Walter Langer. Und Mathematik hat definitiv auch sehr stark, also die gute oder sehr gute Ausbildung in Mathematik mir im Studium geholfen, war auch dienlich damit. Idem dito auch für gewisse naturwissenschaftlichen und sprachlichen Fächer hier. Also ich würde schon sagen, für die Ausbildung oder für den beruflichen Werdegang Ingenieur war vor allem die Oberstufe hier gut, hat mich gut darauf vorbereitet, sprachlich, vom Handwerkszeug. Was definitiv zu wenig mitgemacht hat, ne? Gerade in dem Bereich, wenn man in Ingenieurwissenschaften mitgeht, der Praxisbezug war nämlich keiner da, ne? Also viel zu theoretisch das mit rangegangen und viel zu sehr auf Individualismus ausgerichtet. Was habt ihr an eurer alten Schule besonders geschätzt? Was habt ihr an eurer alten Schule weniger geschätzt? Auf jeden Fall einige und nicht wenige
sehr motivierte, engagierte Lehrer. Ich glaube auch, die Lehrer haben mich mehr beeinflusst, geprägt als die Schule. Und da muss man wirklich sagen, da sind Lehrer mit, vor denen ich heute noch den Hut ziehe. Sonst mit geprägt, auf jeden Fall auch, ich würde mal sagen, eine gewisse Erziehung oder eine gewisse Motivation zur Leistung. Jetzt nicht Leistung als Oberziel damit, aber so nach dem Motto, es muss geschafft werden, von nichts kommt nichts. Ja. Und damit man auch gut ist, und muss man seine Stärken mit entwickeln, muss man was dafür mit tun. Und es ist, ich sage jetzt mal, nicht negativ, wenn man motiviert, engagiert und, ist und Leistung bringt. Und ich glaube auch im Rückblick, wir sind ja ein bisschen in der Welt unterwegs gewesen und haben auch einiges mitgesehen, wir können schon mit Stolz auf das Ausbildungssystem hier bei uns in der Gegend, sagen wir mal zumindest, zurückblicken. Das ist schon, ob das jetzt hier an der BS ist oder MG oder dergleichen, das hat schon im internationalen Vergleich, würde ich mit sagen, aus meiner Sicht einen relativ hohen Stellenwert. Ich glaube mit Sicherheit viele oder einige Lehrer, die einen auf eine sehr positive Art und Weise geprägt haben. Ich muss aber auch sagen, dass ich in der Erinnerung dann überwiegt auch die Erinnerung an Lehrer, die mich nicht motiviert haben, die mich nicht begeistern konnten. Und insgesamt, wenn ich die Balance sehe, muss ich sagen, diese Leuchterscheinungen waren die Ausnahme. Insofern habe ich da eine etwas gespaltenere Beziehung vielleicht auch zu der Zeit hier. Stimmt. Auf dieser Schule. Und auch mit diesem Leistungsgedanken kann ich mich nicht so ganz anfreunden. Ich bin, wenn sich Leistung in Noten widerspiegeln soll, Leistung im Sinne von Engagement, sich einsetzen, unbedingt. Aber es gibt viele Kompetenzen, es gibt viele Formen von Intelligenz, die hier zu kurz gekommen sind. Leute, die eine gewisse vielleicht ästhetische, künstlerische Ader hatten, Leute, die eine bestimmte soziale... Wurde die nicht genug gefördert, wenn du bei Helmut Breuer den Farbenkreis malen konntest? Ne? Ja, aber die hörte dann nach dem zweiten Mittelschuljahr auf. In der kompletten Oberstufe gab es nichts, was auch nur ein bisschen in Richtung künstlerische, ästhetische, handwerkliche, musikalische Entwicklung ging. Und das hat mir gefehlt. Was würdet ihr mit eurer jetzigen Erfahrung einer modernen Sekundarschule in Sachen Unterricht unbedingt empfehlen? Ja, ich würde sie die Grundkompetenzen nennen, die Grundkompetenzen im Bereich der Wissensaneignung, das heißt lesen können, verschiedene Lerntechniken sich angeeignet zu haben. Und was du mehrfach betont hast, denke ich, ist auch sehr wichtig, diese sozialen Kompetenzen vielleicht stärker zu fördern, Teamarbeit zu ermöglichen. Und als drittes würde ich diese Medienkompetenz wohl nennen wollen, denn das ist so zentral im Leben der Jugendlichen und auch immer stärker Teil der Ausbildung und der Weiterbildung, dass das absolut notwendig erscheint. Aber hier, das ist auch ein Problem für die Lehrer. Die Lehrer selbst müssen auf dem Stand der Dinge bleiben. Ich finde, jeder Lehrer sollte mal was anderes gesehen haben als Klassenzimmer. Die meisten kommen von der Schule an die Uni und dann direkt wieder an die Schule. Und das ist problematisch. Ich fände es besser, wenn da auch in der Ausbildung noch eine stärkere Praxisbezug, sei es im technischen Bereich, auch im geisteswissenschaftlichen Bereich, dass man und ein bisschen anders gesehen hat. Was hier total fehlt, ist, Entschuldigung, hier vor 20 Jahren, wie es heute damit ist, aber ich glaube nicht, dass es sich so
20 Jahre, oder lüge ich jetzt? Ich habe schon 25 Jahre Abitur. Man macht sich immer jünger, als man ist. Ne? Eine gewisse Form, ne, der Bewertung oder Beurteilung. Ich meine, in der Industrie ist es gang und gäbe, ne, dass du 360-Grad-Feedbacks mitmachst. Ne? Dass du nicht nur von deinem N plus 1 mit bewertet wirst, sondern auch von deinen Peers, also Kollegen und selbst Mitarbeiter. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Organisation in der Schule auch gut täte, ne? Wenn ein gewisses, wie soll man, eine gewisse Beurteilung im positiven Sinne jetzt auch von sowohl von Schülern als auch von Kollegen mit da wäre. Und die Sprachen sind natürlich Gold wert. Und da haben wir hier sicherlich eine sehr gute Basisausbildung erhalten. Würde ich differenziert sehen. Von der theoretischen Sprachausbildung, ja. Sprachpraxis, nee, gut, kam viel zu kurz. Ne? Denkt damit dran, also wir haben jetzt rede ich ein bisschen auch, weil meine Kinder hier, Thomas hier Abitur mitgemacht hat, wenn ich dann noch mit vergleiche, wie relativ wenig Vorträge, ne, oder auch Statements oder so sie mitmachen müssen, noch im Vergleich zu uns, das kommt definitiv heute meiner Ansicht nach zu kurz mit. Also die Sprachpraxis. Ne? Da könnte man vielleicht, meine persönliche Anmerkung, ein bisschen Abstriche an Literatur, Geschichte und ob ich denn jetzt das fünfte Buch von Heinrich Böll noch mitgelesen habe, ne? Machen. Die anderen Punkte hatten wir eben schon mal mit angerissen. Ich möchte es aber nochmal wirklich auch unterstreichen. Das eine ist der Praxisbezug. Ne? Dann auch die Teamfähigkeit, ne, stärker mit ausbilden und Methodenkompetenz, ne, zu vermitteln. Also selbstständiges Arbeiten oder selbstständiges Denken. Mhm. Oder holen wir mal ganz konkret bei Siemens, ne, wurden drei Kompetenzen, ne, immer stark in den Vordergrund gesetzt. Ne. Das eine ist die Fachkompetenz. Ne. Die muss man natürlich mit haben. Der zweite ist die organisatorische Kompetenz, Methoden, Wissen und so dergleichen damit drin. Und der dritte ist die soziale Kompetenz. Ne, die soziale Kompetenz, wozu auch Problemlösungen, ne, Selbsterkenntnis, Selbstmanagement, Kommunikation, ne, Umgang mit anderen mitgehört. Ich finde, man muss auch immer sehr individuell die Sache betrachten. Man muss auch Menschen die Möglichkeit geben, die Chance bieten, sich zu entwickeln. Nicht jeder weiß im Abitur ja genau, wo er hin will. Wahrscheinlich die wenigsten. Die allerwenigsten. Mhm. Es ist ein großes Glück, wenn du das weißt. Mhm. Und ich finde, die Universität, genau wie eine Lehre oder eine andere Ausbildung, sollte ein Raum sein, der dir die Möglichkeit bietet, deine eigene, sei es jetzt intellektuelle Biografie oder deine fachliche Biografie zu entwickeln, wo man Möglichkeiten hat zu experimentieren, wo man versuchen kann. Es sollte dir helfen, dass du erkennst, wo deine Talente und deine Stärken mitliegen. Richtig. Ne? Und die sollst du dann anschließend meiner Ansicht nach mit entwickeln, weil du kannst nur gut sein, ne, wenn du weißt, wo drin deine Stärken mitliegen und auf die spielst. Was haltet ihr vom Förderverein und seinen Aktivitäten? Was ich, denke ich, für Schüler aus der Schülerperspektive mir interessant vorstellen könnte, ist der Kontakt mit Menschen. Schüler können sich unter einem Beruf oder unter einem Lebensweg oft nichts vorstellen, wenn sie nicht den Menschen selber getroffen haben. Und ich glaube, es wäre interessant für Schüler, ehemalige in die Klasse einzuladen. So eine Art Nachsitzen, Treffen in der Schulklasse zu organisieren und die Schüler in Kontakt mit Ehemaligen zu bringen. Ich glaube, dann könnten sie Feuer fangen, könnten sie Interessen entwickeln, könnten sie Ideen haben, die sie vorher nicht haben. Dann wäre die Interaktion nicht Ehemalige mit der Schule, sondern es geht ja um die Schüler, die jetzt hier sind. Die sollen davon profitieren. Das sind natürlich hohe Anforderungen, die man dann so stellt. Natürlich, er fragt ja nach dem Traum. Nee, kann aber nur in der Form mit erfüllt werden, glaube ich, wenn, wie wir eingangs schon mit gesagt hatten, wenn man Lehrer oder Pädagogen mit hat, denen der Job pädagogisch Spaß macht.
Ne? Und das kann nicht mitgehen, ne? Mit welchen die Lehrer, ne, als zweite Wahl, ich würde mal sagen, weil sie anderswo drin abgebrochen sind, machen. Und der gibt's auch. Ja.